So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge der FIFA 18 Karriere mit Inter Mailand. Und damit also willkommen zurück zur Karriere mit dem Topverein, der einst einer war, aktuell nicht mehr so ganz ist und den wir wieder zu einem internationalen Topverein ja machen wollen. Und da wollen wir heute auch den nächsten Schritt angehen, nämlich endlich die Transfers, die wir uns heute mal ein bisschen noch genauer anschauen werden. Und ich hoffe auch heute schon vielleicht einen, perfekt wären sogar zwei Transfers, die wir dann realisieren können. Sprich, wird eine interessante Geschichte. Vorneweg, wenn es euch wieder gefällt, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Vielen Dank für euren Support in den letzten Folgen. Und checkt auch gerne die Links in der Videobeschreibung. Vor allem natürlich, wenn ihr Bock habt auf viel Gequatsche, was hier auf YouTube passiert. Ich kann euch sagen, viel Gequatsche gibt's noch mehr auf Twitch. Checkt das gerne aus, Livestream heute Abend. Da werden wir auch auf der PlayZ dann mal langsam reinstarten. Und natürlich auch die RTG auf der Xbox weitermachen, was sehr nice wird. Aber jetzt geht es erstmal um den Karrieremodus mit Inter Mailand und dementsprechend werden wir das heute angehen. Ihr seht es da unten, sportlich gesehen haben wir heute noch das Halbfinale gegen den FC Everton, zeitgleich Porto gegen Benfica, das portugiesische Duell im European International Cup im anderen Halbfinale. Sprich, das wird sehr interessant. Wir sind, denke ich mal, ja, was heißt der Favorit? Nicht unbedingt, aber wir können es zumindest durchaus packen und können dann da auch nochmal ein paar Millionen einstreichen, was sehr geil wäre. Aber das ist alles gerade nur eine Randnotiz. Wie gesagt, wir wollen uns mal drum kümmern. Es gibt ein paar Geschichten, die ich euch ja gefragt habe, die ihr mir in den Kommentaren beantwortet habt und die wir jetzt peu à peu mal aufrollen werden. Zu allererst werden wir mal reingehen in die Teamzentrale. Hier ist es, glaube ich, Freunde. Und werden uns, das wird eigentlich relativ oft genannt und das werden wir auch tun und das macht auch Sinn, Murillo zurückholen. Ist ja aktuell verliehen an den FC Valencia. Miranda übrigens noch angeschlagen. Allerdings, glaube ich, da steht es 3 Tage. Also, der hat nur eine kurze Zerrung. Das ist alles in Ordnung. Aber Murillo werden wir zurückholen. Ist dann auch schon stärketechnisch unser zweitbester Innenverteidiger. Nichtsdestotrotz, auch auf der Position werden wir neben Murillo nochmal ein bisschen aktiv werden müssen, Freunde. Da werden wir nochmal vorbeischauen. Aber da werden wir die Ausleihe abbrechen. Ich bin mal gespannt, was das kostet. 3 Millionen. Ist natürlich eine ordentliche Summe. Aber anders gesehen, ich meine, klar, wenn wir jetzt schon letztes Jahr da gewesen wären, den verliehen hätten und ihn jetzt wieder zurückholen und dafür 3 Millionen zahlen, dann wäre es komplett dumm. Aber wir fangen ja jetzt gerade erst an. Und so gesehen ist Murillo für uns persönlich wie eine Art Transfer, sprich, im Grunde genommen zahlen wir jetzt gerade 3,2 Millionen für einen 79 gerateten Innenverteidiger, der uns instant weiterhilft. Heißt, ich denke, das ist durchaus okay. Insgesamt gesehen eher natürlich ein bisschen dumm für den ganzen Verein an sich, aber aus unserer Perspektive kann man Murillo ja wie einen Neuzugang sehen, der gerade mal 3,2 Millionen kostet. Und noch dazu die Karriere hier mit Inter ist ja auch ein bisschen, ne, so nicht ganz so unrealistisch. Deswegen, bups, lösen wir auf, 3 Millionen weg, Murillo, welcome back in der Inter-Family, mein Freund. 79er Rating, heißt, das wird höchstwahrscheinlich unsere IV aktuell bilden, Miranda und Murillo. Haben dann noch mit Ranocchia, Skriniar nochmal 2 dahinter und ich werde da wahrscheinlich vielleicht sogar einen der beiden verkaufen, vielleicht sogar Ranocchia, der ist halt seit 2010 im Verein, das ist halt schon ordentlich, ne? Allerdings, ihr seht, es ist nur ein Rotationsspieler und werden wir da noch jemanden kaufen? Das ist nämlich die erste Option, ich habe euch ja im letzten Part gefragt, Delict, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das so ausgesprochen wird, manche haben geschrieben Delict, 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 was weiß ich, oder Rugani und da wart ihr nicht so ganz sicher, was wir machen sollen. Auf der einen Seite natürlich Delit wahrscheinlich das etwas größere Talent. Auf der anderen Seite, wir spielen in der italienischen Liga vielleicht auch mal ein italienisches Talent fördern wie Rugani. Deswegen, da bin ich mir noch relativ, sogar immer noch, gerade obwohl ich ja schon in der Folge bin, ziemlich unsicher, was wir machen sollen. Deswegen werden wir, glaube ich, die zwei jetzt einfach nochmal kurz vergleichen. Wir hatten auch noch Acerbi mit am Start, der aber dann schon ein bisschen älter ist. Deswegen, glaube ich, wird es einer der beiden. Die war uns da mal. Kann ich die hier? Die kann ich hier wieder nicht genauer anschauen, ne? Das ist wieder nicht so geil. Das ist wieder hier nicht ganz so geil gemacht. Komme ich da irgendwie? Spielersuche von Liste nehmen, Aktionen anzeigen, sortieren, globales Transfernetzwerk. Na, das ist scheiße. Dann gucken wir uns mal zumindest den Preis an. Also, Rugani für 19 Millionen. Allerdings, ihr seht, zwischen 24 und 35 werden wir da wohl bieten müssen, dass der Transfer über die Bühne geht. Krass, von Juve. Ist natürlich bei Juventus Turin vielleicht eher ein bisschen Ersatzspieler. Heißt, den können wir da durchaus holen. Und er wäre vielleicht auch durchaus interessiert. Auch wenn die Moral sehr glücklich ist bei ihm. Und dann halt eben noch Delit. Oh, der ist eben erst bei dem Verein. Doch, können wir aber trotzdem was bieten. Wird nicht erneut wechseln. Mit einer 76, 17 Jahre jung, nochmal 5 Jahre jünger. Delit wahrscheinlich noch eher ein bisschen mehr FIFA-Standard-Talent als Rugani.
Ha, schwierig, Freunde. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, ich werde mir Rugani holen. Ich glaube, ich werde versuchen, Rugani zu holen. Vielleicht sogar Rugani irgendwie im Tausch mit Ranocchia. Glaube ich, werde ich mal probieren, Freunde. Wollen wir das gleich mal angehen? Ich glaube, wir gehen das gleich mal an. Wir brauchen safe ein IV und ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr Bock auf Rugani. Ich hätte ein bisschen mehr Bock drauf. Allerdings, ich gucke jetzt trotzdem nochmal eben schnell in der Spielersuche direkt, dass wir da nochmal ein paar mehr Informationen zusammenkriegen. Vielleicht gibt es irgendwas, was uns bei Rugani überhaupt nicht gefällt, was ihn uns ein bisschen nicht mehr ganz so schmackhaft macht. Gucken wir mal kurz rein. Athletik 66, Defense 83, Passspiel, Mentalität, Schießen, Technik nicht ganz so wichtig. Sprungkraft eine 81, 1,90 auch groß, 80er Stärke, 84er Abfangen, 74er Reaktion, 66er Sprintgeschwindigkeit ist durchaus auch noch okay, 70er Ruhe, Stellungsspiel eine 28, what? Oder ist das Offensive dann eher so vielleicht? Ich weiß es nicht, das klingt nicht ganz so toll. Manndeckung 84, Grätsche 82, okay, langer Pass ist mit einer 59, okay, kann man noch ausbauen. Ballkontrolle ist okay, Kopfballpräzision, faire Zweikämpfe, der hat ja schon geile Stats, ne? Also der ist durchaus in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie groß Delikt ist. Können wir uns auch mal kurz anschauen. Den feinen Herrn. Delikt, da ist er. Der ist 17-Jährige, ne? Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. 1,88, also ähnlich. Der ist halt ein bisschen vielleicht ausgeglichener, jetzt mal so auf den ersten Blick, würde ich sagen. Also der ist vielleicht halt defensiv noch nicht so ganz so krass. Weil er schon auch krass ist. Der ist schon auch krass. Alter, der hat eine 83er Schusskraft. Heftig. Ich würde ihn fast als eher, klingt jetzt vielleicht dumm, aber offensiveren Innenverteidiger bezeichnen. Vom rein von den Fähigkeiten her. Nicht von den Workrates, sondern rein von den Fähigkeiten. Ist halt auch nicht so schlecht, ne? Ajax Amsterdam. Aber ich glaube, ich werde erstmal die Version mit Rugani nehmen und über ein Talent aus dem italienischen Bereich gehen, glaube ich, Jungs. Ich werde es mal probieren. Gehen wir es mal an. Was natürlich auch interessant wäre, eine Laie mit Kaufoption. Wobei ich da natürlich nicht weiß, inwieweit das jetzt dann hier funktioniert. Sollen wir das mal probieren? Laie mit Kaufoption? Wir probieren es mal direkt mit einem Kauf, Freunde. Wir probieren es erstmal direkt mit einem Kauf. Schauen wir mal, was da passiert. Inter Mailand und Juventus Turin, Freunde. Wahnsinn. Wir freuen uns auf das Meeting. Legen wir los. Na eben, nicht lang schnacken hier. Willst du einen Kaffee? Kriegst du nicht. Geht hier nicht um Kaffee. Es geht hier um dicke Transfers. Wenn Sie gestatten, ich möchte Ihnen zunächst ein Anfangsangebot vorlegen. Machen wir mal. Wir können es ja mal direkt mit dem Spielertausch probieren. Innenverteidiger. Ranocchia, 6 Millionen, Freunde, 6 Millionchen, die wir da komm anbieten können. Was meint er denn? Ranocchia, dann habt ihr nochmal einen ordentlichen Ersatz, der natürlich nicht Stamm spielen wird bei euch hier, Juve. Wie seht ihr das, Freunde der Nacht? Was meint er? Wir sind bereit, aber nur wenn ein rechter Verteidiger dabei ist. Okay. Das Problem ist nur, wir haben da nichts. Haha. Hahaha, wir haben, glaube ich, keinen Rechtsverteidiger, den wir mit raushauen. Cancelo ist geliehen. D'Ambrosio brauchen wir als Ersatz. Na, schwierig. Schwierig. Dann versuchen wir es mal mit einer Transfersumme. 20.000. Ich fange jetzt einfach mal ganz harmlos an. 10 Millionen. 10 Millionen, wobei ich weiß nicht, ob die das dann nicht zu krass sehen. Wir machen mal 12,5. Aber das ist natürlich auch noch viel zu wenig. Das werden die nicht annehmen. Das wäre sehr dumm. Für einen 22-Jährigen mit 80, wenn die das an raushauen jetzt. Weiterverkaufsgebühr hinzufügen. Ich will jetzt erstmal ein klassisches Angebot. Angebot absenden. So. Was, wir sind nicht bereit, Ihnen noch einen weiteren Spieler, aber wir sind bereit, Ihnen einen Transfer. Aber ohne Ding jetzt. Für diese Summe werden wir Rugani nicht abgeben, aber für 26,8 können Sie, na, wir schlagen vor, eine Weiterverkaufsgebühr, durch die wir bei einem Weiterverkauf an Rugani 5% der Verkaufssumme erhalten. Also 26,8 und 5%. Da gibt es auf jeden Fall erstmal ein schönes Gegenangebot. Die Weiterverkaufsgebühr von 5%. Oh, jetzt lass uns mal überlegen. Der Kollege wird wahrscheinlich in Zukunft so um die 40 durchaus wert sein dann mal. 40, 45, vielleicht sogar 50. Das heißt, da kann man durchaus so eine Gebühr drin lassen. Der Kerl ist noch jung, 5%, das ist, denke ich, nicht großartig schlimm. Aber wir werden natürlich da nochmal versuchen, von der Transfersumme runterzugehen. So, wir haben 12,5 geboten, die waren bei 26,8. Das heißt, wir sind 7 drunter, die sind 7 drüber, über dem aktuellen Wert.
Dann nähern wir uns mal an. Gehen wir auf entspannte 17,5. Wie gesagt, wir nähern uns da ganz peu à peu, Freunde. 17,5. 5% absenden. So, wir sind kompromissbereit. Ich bin gespannt. Wir rücken kein Stück von unserer... What? Wir rücken kein Stück von unserer Wunschsumme ab. Come on, Bro. Mach uns doch dein Leben ja nicht so schwer. Oh, das ist viel zu viel Geld. Das ist viel zu viel Geld. Weiterverkaufsgebühr bearbeiten. Was kann man eigentlich maximal machen? 25. Dann gehe ich mal hoch auf 8%. Gehen wir hoch auf 8% und bieten mal 20. Wobei das fast schon zu viel ist. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir bieten 8% Weiterverkaufsgebühr und 20 Millionen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal Rugani weiterverkaufen in dem guten Alter, für wie gesagt so das Doppelte, das heißt, es wäre insgesamt finanziell gesehen besser eigentlich, wenn wir dann 26 annehmen ohne Weiterverkaufsgebühr, ne? Grob. Das würde insgesamt das Paket zumindest günstiger machen. Aber klar, wir müssen dann natürlich jetzt noch nicht über die weiteren 6 Millionen, die müssen wir jetzt nicht ausgeben, fast 7. Und wir wissen ja gar nicht, ob wir ihn weiterverkaufen. Das ist noch das andere. Ich biete jetzt einfach mal 20, Freunde. Und dann schauen wir mal. 20 und ich mache mal die Weiterverkaufsgebühr auf 7. Angebot absenden. So, schauen wir mal. Darüber müssen wir uns erstmal nachdenken. Wir werden ihr Angebot diskutieren und melden uns bei Ihnen, sobald wir eine Entscheidung... Auf Wiedersehen. Das sah jetzt irgendwie nicht so gut aus. Keine Verabschiedung, nix. Ist das jetzt gescheitert? Heißt das, ist gescheitert? Verhandlungsstatus verzögert. Das war jetzt irgendwie sehr abrupt abgebrochen. Wow. Aber gut, dann werden wir da erstmal warten müssen. Der kehrt zurück. Das ist sehr schön. Das war die Option 1. Und jetzt kommen wir zur Option 2, nämlich dem Sturm. Zlatan oder Belotti war die Frage. Am liebsten würden wir natürlich beide nehmen und Eder verkaufen. Dann hätten wir Icardi, Zlatan und Belotti. Das wäre ein Traum. Aber so viel Geld haben wir wahrscheinlich nicht. Ihr seht's. Aber die meisten haben geschrieben, komm Jungs oder komm Schlappi, gönn ihn dir. Und damit ist natürlich auch klar, wer. Zlatan Ibrahimovic. The man himself. Werden wir mal probieren, dass wir da was raushauen. 27 Millionen, der Mann ist halt schon 35. Müssen wir mal gucken, ob wir den eventuell ein bisschen günstiger kriegen. Kauf. Vorschlagen, Freunde. Rein in die Verhandlung. Komm schon, ich bin gespannt. Wer kommt jetzt da? Es ist José höchstpersönlich, Freunde. Lukas Badeschlappen und José Mourinho. Was eine Zusammenkunft hier. Lass uns loslegen. Also, sprechen wir zunächst mal über die Art des gewünschten Deals. Jawohlski. Das können wir sehr, sehr gerne tun. Das wird natürlich ein Kauf werden. Was labert er denn so langsam? Das sind 10 Wörter. Auch da können wir es natürlich erstmal wieder mit einem Spielertausch probieren. Und mal gucken, ob die Bock auf Eder hätten, in irgendeiner Art und Weise. Icardi natürlich nicht. So, schauen wir mal, was sagt der José. Wir sind zu einem Tausch bereit, aber nur, wenn ein linker Flügelspieler dabei ist. Na, Freunde, José war beim Friseur, oder? Ein bisschen die Haare noch nach rechts gekämmt. Sieht ganz fresh aus, der Kerl. Anderen Spieler anbieten. Ivan Perisic. Da werden wir wieder bei der Geschichte Real Life. Ich hab noch gar nicht nachgedacht. Klar, die von Perisic, Freunde. Wie in echt. Ivan Perisic, aber das ist klar, den werden wir natürlich nicht abgeben. Stattdessen wird es eine Transfersumme geben. Aktueller Wert 27 Millionen, ich bin sehr gespannt. Ich biete mal 15 Millionen zum Start. Schauen wir mal. Angebot absenden. Weiterverkaufsgebühr ist halt dumm, der ist 35, das wird seine letzte Station sein. Gucken wir mal, José, dieses Gespräch war die reinste Zeitverschwendung. What? Wir ziehen uns von den Handlungen zurück, auf Wiedersehen. Okay, das war ein bisschen zu tief gepokert. Ja, come on, der spielt noch eine Saison, Ibra. Hat einen Marktwert von 27 Millionen. Okay, keine Aktion verfügbar. Müssen wahrscheinlich ein paar Tage voran, dann können wir hoffentlich da nochmal eins absenden. Das war ein bisschen zu günstig, wie wir da versucht haben, ranzukommen. Schade. Aber alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben noch ewig Zeit. Dann gehen wir jetzt erstmal. Transferangebot inakzeptabel. 23,1 wollen die. Was haben wir? Wir haben, glaube ich, 20 gehabt. Verhandeln wir nochmal. Das wäre natürlich jetzt stark, wenn wir den bekommen. Wir hatten, glaube ich, 20 Millionen und 7% Weiterverkaufsgebühr. Das können wir jetzt erstmal skippen alles. Nee, das sind nur 23. Das sind halt nur 23. Krass. Machen wir mal 21. 20 haben wir ja schon geboten. Angebot absenden.
Das ist durchaus kein schlechtes Angebot, aber unserer Meinung nach ist Rugani mehr wert. Wir sind kompromissbereit, was die Summe angeht. Weniger als 21,9 darf es nicht sein. Okay, die sind uns nochmal ordentlich entgegengekommen. Die sind uns nochmal ein klein wenig entgegengekommen. Jetzt bin ich am Überlegen. 21,9. Das seht ihr oben links, hätten wir dann noch insgesamt ein Transferbudget von knapp 17 Mille übrig. Ich denke mal, 21,9 ist durchaus in Ordnung. Und ich meine, wir haben 21 geboten, der kommt auf 21,9. Das wäre jetzt dumm, wenn ich irgendwie, was weiß ich, 21,3 fordere oder so. Und dann am Ende scheitern die Verhandlungen. Dann können wir eigentlich mehr oder weniger auf die paar hunderttausend ausscheißen, oder? Das heißt, ich werde das Angebot akzeptieren. Sind da insgesamt nochmal, ja, von 27 auf 22, also nochmal 5 Millionen haben wir gespart, in Anführungszeichen. Und kriegen den Rugani fast für Marktwert. Das akzeptieren wir, glaube ich. Ja, akzeptieren wir. Nehmen wir den Deal an, Freunde. Rugani, ein geiles italienisches Innenverteidiger-Talent. Da müssen wir natürlich jetzt nochmal mit dem gucken, dass wir einig werden. Aber das wäre schon mal nice. Und wir kriegen nochmal ein Angebot von Bilbao zu Davide Santon, unserem Linksverteidiger, wo wir auch Dalbert haben. Ich glaube, was bieten die 6,9? Nee, das werden wir instant ablehnen. Angebot ablehnen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Nagatomo, den können wir noch verkaufen. Ah, das wurde auch. Ach ja, das wird angenommen, aber dann Chievo Verona hat dann insgesamt wieder abgelehnt. Oder irgendwie sind sich die Berater nicht einig geworden, was ein bisschen schade ist. Aber gut, Jungs, gehen wir rein. Match gegen Everton. Halbfinale im European International Cup. Da können wir nochmal ein bisschen Kohle einfahren. Das wäre schön. Wenn wir Glück haben, ist auch Miranda noch nicht ganz zurück. Aber wir bringen Murillo, der heimkehrende Sohn, Freunde. Ciao, Mario darf da auch nochmal ran, zusammen mit Brozovic, yes, Kandreva, Perisic, Valero, Icardi, das passt. Sehr schön, dann werden wir da erstmal reingehen und das Ganze simulieren. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, und wir haben noch eine neue Nachricht im Büro, schauen wir uns auch gleich an, aber jetzt erstmal das Match. Halbfinale, oh, Everton ungeschlagen in der Gruppenphase, ein Gegentor gerade mal bekommen. Das heißt, das könnte ein sehr, sehr interessantes Match werden. Porto führt mit 1-0, erste Minute, Corona gegen Benfica. Also, und Cancelo, der trifft und trifft und trifft. Was ist mit diesem Cancelo bitte los? Das kann ja nicht sein. Drittes oder viertes Tor jetzt schon von dem als Außenverteidiger. Valero 2-0, Schneiderlin bekommt gelb. Das sieht stark aus und das sieht auch nach dem Finaleinzug aus. Cancelo wieder. Also, das ist ein Biest. Cancelo muss in den Sturm. Icardi trifft nicht, aber dafür unser Rechtsverteidiger. 3-0. Gegen den FC Everton. Das ist ein ordentliches Ergebnis. Also damit lässt sich leben. Dürfen natürlich nicht vergessen, trotzdem nur Vorbereitung. Aber das ist sehr, 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 sehr ordentlich. Turnierpreisgeld 3,7 Millionen, die können wir gut gebrauchen. Damit ist mehr oder weniger Murillo wieder drin. Mein Agent und ich können es gar nicht erwarten, die Konditionen meines Wechsels zu Inter Mailand mit Ihnen zu besprechen. Ich freue mich auf die Chance, für Sie zu spielen und ich hoffe, dass die Verhandlungen reibungslos verlaufen. Da dies für mich eine wichtige Entscheidung ist, sollten wir die Verhandlungen bald durchführen. Andernfalls bin ich nicht mehr an einem Deal interessiert. Wow, erst so voll gehypt und dann, ja komm, mach schnell, sonst ist nichts. Und du wirst eher nicht spielen, Nagatomo. Da gibt es zwei andere Leute, die vor dir erstmal drankommen, mein Freund. Mein 30-jähriger Japaner Freund, das wird nichts. So, wir gehen erstmal rein trainieren. Porto wird auch unser Finalgegner. Auch ein geiles Spiel. Porto Inter Mailand, Freunde. Das erinnert an gute alte Zeiten, oder? Porto damals unter Mourinho ja die Champions League gewonnen. Inter 2010 die Champions League gewonnen. Geil, geil, geil. Cancelo habe ich übrigens auch in den Kommentaren gelesen. Er nicht trainieren, weil der nur geliehen ist. Huch, da wollte ich nicht hin. Das müssen wir nochmal nachschauen, aber ich glaube, da habt ihr recht. Die Frage ist dann, wen wir trainieren. Ah, da ist der Haken dabei. Das ist gut. Dann trainiere ich, glaube ich, mal. Haben wir den schon? Nie. Schauen wir mal. Machen wir einfach schwer hier kurz. Doch, den haben wir schon. Hä? Hä? Warum hat das jetzt gerade nicht funktioniert? Aber dann nehme ich lieber den Mittelfeldspieler. Gagliardini. Selbst Ciao Mario war da noch mit am Start. Krass. Jetzt hat es funktioniert. Okay. Alle simulieren. Let's go. Und dann hoffen wir, dass wir auch da vielleicht den nächsten Fortschritt machen. Rating-technisch. Stahlbär getroffen, eine 78. Sehr schön. 3 Stats, Deckung, Grätsche, Zweikampf. Alles verbessert. Sehr, 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 sehr geile Geschichte. Okay. Dann drücken wir da mal auf Weiter. Und dann gehen wir jetzt mal rein in die Verhandlungsphase mit dem Spieler. Das haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Pressekonferenz lobe ich auch da mal unser Team. Das war eine gute Vorbereitung, die wir bis dato gespielt haben. Da können wir zufrieden sein. Und dann gehen wir jetzt zum allerersten Mal Verhandlungen an mit einem bereits
akzeptierten Angebot, Spieler, Gedöns. So, was haben wir hier? Mit Juventus Turin wurde eine Einigung erzielt, du kannst die Verhandlungen mit dem Spieler beginnen. Das werden wir gleich tun. Der gute Mann kriegt aktuell 87.000 in der Woche. Das heißt, da werden wir jetzt mal kurz nochmal in unser... Oh Gott, wo waren jetzt das wieder? Auch in der Mannschaftsübersicht, ne? Alles läuft hier über die Teamzentrale mittlerweile. Ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden. Gehen ja mal rein finanziell, um da mal zu wissen, gut, wo würde der sich einordnen? Der würde sich mit 87.000 so zwischen Handanovic und Eder. Eder kriegt auch noch verhältnismäßig viel. Miranda mit 110, unser Top-IV. Jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht noch, was ein Murillo verdient. Dass das einigermaßen vom Gefüge her passt. 64, das ist halt echt wenig. Also wenn wir den auch, also ich sag mal, über 100k nicht auf jeden Fall. Der muss unter 100k bleiben. Der wird natürlich eine kleine Gehaltserhöhung wollen im Vergleich zu Juve, aber der muss unter 100k bleiben. Sonst, glaube ich, springen wir da das Gehaltsgefüge. Versuchen wir. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie sich das jetzt hier anders entwickelt. Verhandeln. So, dann verhandeln wir mal direkt mit dem Spieler, mit Rugani. Okay, so sieht das Ganze dann aus. Da lächelt er, Freunde. Der Schlappi, da lächelt er. Freut mich, Sie zu sehen. Ich hoffe, Ihnen wurde ein netter Empfang bereitet. Wir sollen gleich loslegen, okay? Na klar. Zu Beginn der Verhandlungen möchte ich zunächst über die Rolle sprechen, die Rugani im Verein übernehmen soll. Boah, wie der da von oben herabschaut. Also ich würde mal sagen, Rugani, das werden wir jetzt gleich auswählen dürfen. So, Perspektivspieler, nee, sporadisch nicht, Rotation nicht, wichtig. Schlüsselspieler wäre, glaube ich, zu krass noch, aber ich würde ihn als wichtigen Spieler bezeichnen und auch als Stammspieler. Schauen wir mal. Ich möchte, dass er jede Woche zum Kern der Startelf gehört und jede Menge Spielzeit bekommt. Ja, das ist perfekt beschrieben. Ich überspringe mal kurz. Sehr gut, das entspricht unseren Vorstellungen. Mein Klient ist mit der vorgeschlagenen Rolle einverstanden. Ja, das ist auch, glaube ich, realistisch. Vertragslaufzeit. So, die würde ich natürlich gerne so lang wie möglich haben. 5 Jahre wäre durchaus ein Traum. Weil damit können wir nicht viel falsch machen. Also von dem her probieren wir es, oder? Mal schauen, was die sagen. Ich skipp mal wieder. Das hatten wir uns so vorgestellt und können wir... Ja, sag mal, das sind einfache Verhandlungen, Freunde. Freigabesumme. Wollen wir den hinzufügen? Ich möchte die am liebsten übergehen. Weil das ist, glaube ich, schwierig einzuschätzen. Schauen wir mal. Okay, das wollen die auch nicht. So, Gehalt und Einstiegsbonus. Oh, das wird jetzt nochmal interessant. Also wir müssen uns merken, er bekommt aktuell 87.000. Oh, 500.000. Achso, oh, ich bin im Millionenbereich. Das ist ein bisschen viel. Er bekommt aktuell 87.000. Ich werde, glaube ich, mal versuchen, ihn zu drücken. Auf 82.000. Damit wird er wahrscheinlich nicht zufrieden sein. Und was ist der Einstiegsbonus? Ist das dann praktisch einfach ein Millionchen, was es so reingeschoben bekommt, oder? Den lasse ich jetzt aber einfach mal auf 0 vorerst. Damit wird er aber, wie gesagt, nicht einverstanden sein. Was haben wir hier noch als Bonus? Spiele ohne Gegentor. Ich sende es erstmal ab. 82.000. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Wir sind bereit, diesen Deal abzuschließen, wenn Sie ein Gehalt von 71.000... What? Wir möchten einen Einstiegsbonus von 960.000 und 1 Million nach 10 Spielen ohne Gegentor. Okay. Also 71k ist natürlich ordentlich. Ja, da geht er ganz schön runter. Aktuelles Gehalt, das sehen wir es. 16.000 weniger. Wahnsinn. Den Bonus. Nach 10 Spielen eine Mille. 10 Spielen zu 0. Machen wir mal nach 15 Spielen... 800? Ne, 57 klingt schöner. Also da werden wir ordentlich nochmal runterschrauben. Okay. Und den Einstiegsbonus möchte ich da auch nochmal. Dann gehe ich mal hier hoch auf durchaus 75. Und gehen hier auch runter auf 750. Ha, warte mal. Ist das schon eigentlich zu wenig gefordert? Warte mal, wo geht denn der übrigens weg? Der geht beim Transferbudget dann einfach weg, oder? Ja, okay. Bam, bam, bam. Wir gehen Gehalt ein bisschen runter, hoch. Das sind jetzt was pro Woche? Was haben wir gemacht? 4.000 mehr. 4 mal 4 macht 16.000. Macht mal 12.
Sinon, ja, kommt insgesamt grob aufs selbe raus, nur dass wir aktuell ein bisschen mehr flüssig sind für den Moment. Ich glaube, das ist fast noch insgesamt zu krass. Wisst ihr, was ich da noch mache? Dann bearbeite ich den Bonus nochmal und gehe nochmal hoch auf 20. Das heißt, erst nach in der zweiten Saison oder so. Probieren wir mal. Ich glaube aber fast, dass ich beschissen verhandelt habe. Ich glaube, das ist zu... Nee, mein Klient möchte sich unbedingt dem Team anschließen, bereit, sich 73 zu begnügen. Wir möchten einen Einstiegsbonus von 960 mal nach 500.000 nach 5 Spielen ohne Gegentore. Was? Was waren es gerade? Gerade was? Eine Mülle nach 10, also dasselbe eigentlich. Fast. 500.000 und 960 Einstiegsbonus, 73 Gehalt. Da werden wir auch nochmal reingehen und ein Gegenangebot machen, meine Damen, meine Herren. Irgendeinen Tod müssen wir sterben. Eine der beiden Gebühren müssen wir schon mal lassen. Dann lassen wir das mit den Gegentoren. Ich meine, das ist ja auch eine leistungsbezogene Geschichte. Ich meine, die fünf Spiele ohne Gegentore, die werden wir safe schaffen. Heißt, 500 sind schon mal klar, die nochmal weggehen vom Transferbudget. Und Einstiegsbonus, dann werde ich den nochmal bearbeiten. Dann werde ich die nochmal bearbeiten. Dann gehe ich da, warte mal, dann gehe ich hier nochmal hoch auf 75. Und gehe aber da nochmal runter auf so. 500.000 nach 5 Spielen. Schauen wir mal. 750, ich habe halt nur Schiss, dass die auch scheitern. Ich weiß nicht, wie schnell die halt scheitern, ne? Das sind insgesamt nochmal 300.000 weniger an Boni. Dafür 2.000 nochmal mehr pro Woche. Das heißt 8.000, sagen wir mal 10.000 pro Monat. Heißt 120.000, heißt insgesamt sind das minus, ja, 150.000. Also 150.000 günstiger als das Angebot davor. Wenn dieser Deal klappen soll, muss mein Klient mindestens 73 pro Woche erhalten. Ha, die sind da weiterhin geblieben beim Einstiegsbonus. Ich glaube, ich werde ihn akzeptieren, oder? Mir ist der Spieler zu wichtig. Und insgesamt sind es halt 300.000, 400.000, auf die wir erstmal kacken können. Ich meine, was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ich hätte jetzt persönlich das Gehalt viel höher eingeschätzt. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 1,4 Millionen relativ, also erstmal eine Mille, die weggeht nochmal vom Transferbudget, das ist in Ordnung. Dann haben wir nochmal 500.000, die nach 5 Spielen weggehen, das ist auch relativ schnell oder nach ein paar Spielen. Und 73.000, dafür sparen wir halt da echt, ich hätte halt echt gedacht, dass der eher so Richtung 90, 95 will. Oh, ich akzeptiere es jetzt, Jungs, ich habe keinen Bock, dass die abbrechen, mir ist das schon alles ein bisschen suspekt. Mir ist das alles schon ein bisschen suspekt. Machen wir, akzeptieren wir, let's go. Das heißt, das sollte ja jetzt eigentlich durchgehen, ja, ich weiß nicht, ob es schon instant durchgeht, wahrscheinlich am nächsten Tag. Machen wir so, Jungs. Machen wir so. Und dann steht Porto vor der Tür. Ja, müssen wir angehen, so. Müssen wir angehen. Okay, dann lasst uns doch mal eben kurz das Finale simulieren, natürlich. Hoffentlich gewinnen wir das auch nochmal. Zuletzt ein 2-0, ein 0-0 und ein 3-1. Heißt auch Porto ziemlich stark mit dabei, aber wir haben Cancelo aufgestellt. Cancelo spielt, heißt wir gewinnen, weil Cancelo trifft. Wenn der jetzt wieder trifft, ne? Corona trifft per Elfmeter, das ist nicht so gut. Cancelo verschießt den Elfer. Fuck, das müssen wir noch umstellen. Oh, das war dumm. Das war dumm. Das müssen wir unbedingt noch umstellen, bevor wir dann auch reingehen. Aber das machen wir vom ersten Spieltag dann im nächsten Part. Perisic mit dem ersten Tor, glaube ich, für Inter. Sehr nice. Gibt nur Unentschieden. Es gibt ja keine Verlängerung. Heißt, es würde direkt in den Elfmeterschießen geben. Aber Brozovic dreht das Ding. Bleib bitte dabei. Das wären nochmal ein paar Millionen. Yes, baby. Erster Titel ist da, Jungs. Wir holen uns den European International Cup nach einem 2:1 gegen den FC Porto. Vorbereitungsturnier gewonnen. Sehr, sehr geil. Und dann gucken wir jetzt mal. Bla, bla, bla. 4 Millionen. Und wir kriegen nochmal ein Angebot für Yagatomo, der FC Watford aus der Premier League. 3,3 Millionen. Werde ich nochmal kurz verhandeln, da möchte ich ein bisschen mehr. Ich fordere mal kurz 4 Millionen, dann schauen wir mal, was da passiert. Und dann war es das wahrscheinlich schon so langsam mit diesem Part. Das können wir skippen, mittlerweile kennen wir das alles. Neue Transfersumme vorschlagen, 4 Millionen. Angebot absenden.
Wir wollen verhindern, dass diese Verhandlungen scheitern und sind bereit, die gewünschte Transfersumme von 4 Millionen zu bezahlen. Einen 30-Jährigen für 1,1 Millionen mehr. Das ist halt schon krass, meiner Meinung nach. Also damit können wir absolut leben, wenn wir den für 4 Millionen verkaufen. Allerdings muss der jetzt natürlich auch erst nochmal da, soweit, sich einigen. Schauen wir mal, ob das passiert, das wäre cool. Und wir kriegen noch soweit noch keine neuen News von Rugani, was ein bisschen schade ist. Und Ibra müssen wir uns dann wahrscheinlich erstmal im nächsten Part kümmern. So, Rugani jetzt vielleicht. Sociedad kommt auch nochmal ran hier. Okay, Alter, die wollen den alle, ne? Warum wollen denn so viele? Dann werde ich da auch nochmal kurz 4 Millionen bieten. So, skippen wir nochmal. Neue Transfersumme vorschlagen, 4 Millionen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die auch instant annehmen. Wir sind nicht bereit. 3,2 Weiterverkauf, 5, nee. Darüber müssen wir erstmal nachdenken. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Kannst du vergessen. Watford bin ich jetzt echt gespannt. Aber ich geh mal schwer von aus, dass der in die Premier League nochmal geht. Kann ich mir gut vorstellen, dass das Thema eh vom Tisch ist. Jetzt lass uns aber ganz kurz in den Kalender schauen. Wann ist denn das erste Spiel? Es dauert noch, so lange kann ich nicht simulieren. Dann glaube ich, kann es gut sein, dass es im nächsten Part sogar nochmal irgendwas gibt, wo wir uns um Transfers kümmern. Ibra steht unter anderem nochmal auf der Liste. Ich weiß nicht, ob ich da die Verhandlungen komplett schon verkackt habe. Das war dumm. Da muss ich zugeben, das war einfach nur dumm von mir. Das war zu wenig. Aber wir können ja mal schauen, ob ich da theoretisch nochmal was angehen könnte. Ich glaube, ich könnte da nochmal durchaus verhandeln. Ja. Heißt, dann werden wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, eventuell nochmal Ibrahimovic zu holen. Das war es soweit erstmal von heute, von mir, für euch und so. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, für den Support. Checkt gerne die Livestreams aus. Link dazu in der Videobeschreibung. Wir starten heute auf der PlayStation rein. Vielleicht heute mit einem Pack-Opening. Vielleicht aber auch erst morgen, weil morgen das neue Team of the Week kommt. Weiß ich noch nicht, aber entweder heute oder morgen auf jeden Fall einige Points, die wir rausballern. Unser PlayStation-Account wird der Account, wo wir ganz viel Money investieren und Packs machen, SBCs, Spieler testen und. Schaut da gerne vorbei. Morgen geht es dann auch weiter mit der Magdeburg-Karriere. Übrigens, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ihr könnt euch schon mal drauf... festhalten, dass die neuen Folgen, denke ich, ab sofort täglich um 13 Uhr kommen. Täglich um 13 Uhr ist der Plan. Kann natürlich mal sein, dass die ein bisschen später kommt oder so, weil ich eigentlich immer alles relativ zeitnah aktuell noch aufnehme. In Zukunft werde ich auch ein paar Sachen vorproduzieren. Aber 13 Uhr ist der Plan, bis auf Montag. Also nächsten Montag wird es dann, glaube ich, das erste Mal sein, dass kein YouTube-Video kommt. Sonst immer Dienstag bis Sonntag, 13 Uhr abwechselnd, Inter- und Magdeburg-Karriere. Damit ihr da Bescheid wisst. Könnt ihr euch einen Wecker stellen oder so. Ich bin erstmal raus soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann entweder später oder spätestens morgen wieder mit Magdeburg. Macht's gut, ich wünsche euch ganz viel Spaß, vor allem natürlich den PS4-Zockern, dass ihr da endlich loslegen könnt. Viel Spaß beim Suchten und dann bis morgen. Haut rein, macht's gut, bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!